Weiß ich nicht, das ist Folge... 18. Tag im Frühling, es ist mein Geburtstag, Leute. Oh, shit. Ich sehe Goros-Hochzeit. Oh, wir sind auf meiner Hochzeit, Leute. Also Gorobai nach Pelican. Als Gorobai nach Pelican kam, wusste niemand, ob er in unsere Gemeinschaft passen würde oder ob er Steuern zahlen würde. Aber ab heute wird Gorobai wie jeder Einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein und 50% seiner Einnahmen an mich abtreten. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 18. Frühling Gorobai und Haley zu vermählen. Nun, dann lasst uns mal anfangen. Rudelbumsen! Achso. Gorobai Haley. Als Bürgermeister von Pelican und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zum Mann und Frau. Hast du ein Totenkopf-T-Shirt an auf deiner Hochzeit? Eventuell. Ihr dürft euch jetzt küssen. Oh, Gorobai, deine Soundeffekte sind super. Oh! So viel Plastik in der Luft. So viel Plastik. Das kommt hier vom Meer hochgespült. Das Leben wird von jetzt anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Ich freue mich zu verkünden, dass sie nun eine gemeinsame Steuererklärung einreichen dürfen. Hallo! Jetzt ist cool, ich hatte oder? Vor allem diese Matrosenmütze auf. Nee, wie er nach Pelican kam, wusste niemand, ob er in unsere Gemeinschaft passen würde. Oder Steuern zahlen. Das Gleiche. Aber ab heute wird Nefias wie jeder Einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein. Und 50% seines. Okay, bitte auf jeden Fall. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 18. Frühling Nefias und Lea zu vermählen. Da gibt sogar Discord auf. Sorry. DPI. Nun, dann lasst uns mal anfangen. 1400. Nefias, Lea, 3200. Als Bürgermeister von Pelican und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zum Mann und Frau. Dürft ihr jetzt küssen. Plastik in der Luft, yeah. Ich find's gut, dass ich einen Anzug anhab, aber die anderen alle nicht. Es sieht von der Seite aus wie ein Totenkopfhemd. Das Leben wird von jetzt anders sein. Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Double Hochzeit hier. Double Rainbow. Lucia. Jetzt habe ich hier so eine Frau stehen. Die Hochzeit war wundervoll, nicht wahr, Liebling? Ja, das findet Haley auch. Haley, hast du gegossen schon oder wie sieht's aus hier? Was haben wir hier? Und jetzt auf zu Frauentausch, Goro. Halt, stopp! Kann man Knoblauch? Was kommt essen? Da? Oh mein Gott. Ja. Was, nee, ich hab. Was kommt da raus? Oh mein Gott, ich will's gar nicht wissen, aber ich mach's einfach mal. Du willst wissen, was aus Knoblauch rauskommt? Naja, ich habe Knoblauch in ein Fass geworfen. Ja, eingemachter Knoblauch. Ach so. Wobei, es ist Stardew Valley, es wird wahrscheinlich dasselbe rauskommen wie bei allen Sachen, die du einmachst. Stimmt. Ein Glas. Soll es heute nicht regnen eigentlich? Stimmt! Fuck! Die Hochzeit hat den Regen verschandelt. Kacke! Ich meine, weil die Tiere ja alle zu sind. Rippregen, Alter. Ich mach mal auf für alle Tiere. Ja. Es kann ja nicht regnen, wenn eine Hochzeit stattfindet. Das geht ja nicht. Wer heiratet denn schon im Regen? Fuck, ich brauch mehr Schleim. So, lassen wir die Tiere noch mal raus hier. Alles andere ist Tierquälerei. Ach, Leute. Endlich wurde in Stardew Valley geheiratet hier. Wurde auch langsam mal Zeit. Jetzt muss man das Haus noch einmal erweitern, dann kann man ein Kind haben, ne? Mhm. Ja, dann let's go. Ist das schlimm, wenn ich jetzt meine Wahl bereue? Kann ich nochmal umwählen? Oh, das war knapp. Soll ich nochmal umwählen? Was?
doch nicht, Haley? Kann ich den Arzt haben? Ganz umwählen diesmal komplett. Ich möchte meine Sexualität nochmal überdenken. Ach, ich muss ja auch noch Geschenke machen. Jetzt jeden Tag immer noch und so, ne? Bis man die 4 Herzen volle. Das ist auch noch Arbeit, ey. Voll die Seuche, ey. Wieso kann man nicht durch das große fucking Riesentor gehen, wo die Kühe durchgehen? Ich muss immer durch die Scheißkühe. Mann, ey. Das haben wir so große Schultern hast. Ja, das hat die damals, als ich im MRT war, auch gesagt. Dass du große Schultern hast? Oh, sie sind aber breit. Haben sie mich gerade fett genannt? Nee, ich meine ihre Schultern. Ist ja erst klar. Ist klar! Hätten sie aber was gesagt, dass sie so breit sind, dann hätten wir das große MRT geöffnet. Ich so, hallo! Das, was wir auch für den örtlichen Zoo für die Elefanten benutzen. Das Elefanten-MRT. Das Elefanten-MRT. Das hätten wir dann fertig gemacht. Was? Dann müssen wir aber gucken, ob sie da reinpassen. Ich hab reingepasst, so war nicht, aber trotzdem. War ganz knapp. Nee, ich hatte links und rechts schon noch gut Platz. Trotzdem sind MRTs allgemein gruselig. Warst du schon mal in einem? Nö. Warst du nie in so einer Röhre? Nee. Warum denn? Weiß nicht. Frostfall, danke für den Follow. Ich gehe einfach nicht zum Arzt, dann bin ich auch nicht krank. Okay. Dachte, so macht man das. Ist das falsch? That's how it works. MRT sind gruselig, weil du musst ja alles, was magnetisch ist, ablegen. Weil das ja riesige Magneten sind, die um dich herumfahren. Ah, und du hast ja so viele Piercings, ne? Nee. Ja, ich hab mein Intim-Piercing vergessen und dann habe ich mich da drin rumgedreht, wie so ein Kreisel. Nee, also ohne Scheiß, alles, was irgendwie magnetisch ist, wird übelst davon angezogen. Und wenn du irgendwas Magnetisches an dir hättest, würdest du dann drin den übelsten Brummkreisel machen und danach machst du gar nichts mehr. Stirbt man im MRT? Wenn du was Magnetisches an dir dran hast, was fest mit dir verbunden ist, möglich. Da habe ich mir alles anders vorgestellt hier. Auf meinem Hof. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott. Hey, Louis. Haley, kannst du irgendwas kochen hier? Brauchst du noch Mayo zum Kochen? Eine kriegst du. Weiß nicht, Kürbis hier, Fisch. Ja, mach mal irgendwas draus, Haley. Ach, stimmt, ich musste jetzt was im Kühlschrank legen, sonst kocht die mir nichts. Wenn das mal im Real Life funktionieren würde. I wish. Legst Sachen in den Kühlschrank und jemand anders kocht sie. Wenn das funktionieren würde. Das wäre so schön. Traum. Das wäre ein Traum. Dream. Aber guck mal, oben rechts, die Wettervorhersage sagt aber auch, dass es Herbstwetter ist. Toll. Das ist einfach, weil wir so wenig sonnige Tage haben in Stardew Valley. Ich hab mich über eine Hochzeit im Regen gefreut. Ist aber auch nett. Es kann ja auch nicht danach anfangen zu regnen oder so, ne? Nee, es muss dann den ganzen Tag sonnig sein. Ja. Komm, Leute. Machen wir nochmal voll hier. Dann gucken wir mal, ob's reicht. Ah. Nehmen wir noch Sicherheitshalber mit. Zur Not haben wir die auf Tasche. Wie sieht eigentlich jetzt das Haus aus von Haley und hier, wie heißt sie, Emily? Ja, die sind genauso. Und sie da jetzt alleine drin? Die sehen, also, ja.
Die sind leer, aber die sind noch genauso wie vorher. Ist das Zimmer leer? Nee, also da ist noch alles drin. Die sehen noch aus wie vorher, nur sie ist halt nicht mehr zu Hause. Wie? Die hat sogar ihre Kamera hier gelassen. Geht gar nicht. Erstmal Müll bügeln. Oh, da war ein Fisch drin. Ein Fisch? Den snack ich mir. Brauchen wir den? Nee, schade. Ich wühle hier nicht im Müll rum. Nein. Ich bin nur gegen Essensverschwendung. Wenn es jetzt geregnet hätte, hätte ich richtig geilen Stuff machen können. Aber so. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel in der Mine sterben. Ja, hätte ich auch gemacht. In der Skelettmine zum Beispiel, wo wir hin müssen. Ah, morgen gewinnt das Goro. Alles gut. Das Spiel macht's wieder gut. Puh. Spiel hat auch nur einen Job. Ja, so, warte mal, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Haben wir eigentlich herausgefunden. Was? Was Willi mag? Ach so. Oder finde ich eigentlich nur Sachen heraus, die er nicht mag? Das mag er auch nicht. Der arme Willi. Ja, der mag nur beschissene Sachen. Und noch nicht. Dip, 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 dip. Oh, ah. Vielleicht sollte ich das angehen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wie gern hat Willy mich denn mittlerweile? Kupfer, Eisenbarren, Holz. Okay. Mag er nicht, mag er nicht, mag er nicht, mag er nicht, mag er nicht. Normales Geschenk. Normales Geschenk. Jo. Willy, das ist so einer, der gibt sich nicht mit allem zufrieden. Und Eichen, Eichenharz. So, let's go. Eichenharz mag er auch nicht. Hörst du mich überhaupt? Ich höre dich, ja. Okay, gut. War gerade ein bisschen... Bisschen unsicher. Hört der Chat uns auch noch? Ja, hier. Du hast langsam Umzugsstress. Oh, wann geht's denn los? Tipp, 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 tipp. Ich könnte. Kann man? Gut, das war das auch. Okay, warte. Kann man Knoblauchöl machen? Nein, okay, schade. Wie, was soll ein Knoblauchöl sein? Hä? Öl mit Knoblauch. Ach so. Ja, gut, dass du das sagst. Ja. Knoblauchöl. In 6 Wochen soll das fertig sein. Das ist ja bald. Hast du noch nie eine Pizza bestellt und Knoblauchöl drauf gehabt? Ja, aber das ist Öl mit Knoblauch und nicht Knoblauch von Öl. Nee, warte mal, Öl von Knoblauch, so. Warte mal, morgen regnet, sagst du? Gewitter sogar. Gewitter? Etwa auch in Düsseldorf? In Neuss, in Neuss. In Neuss. Okay, dann kann das... Nee, warte mal. Nee, das war die Holzkiste. Die blaue, das passt am besten zu Holz. Nämlich dachte ich mir die Farbe blau. So. Genau, nicht braun. Nee, braun habe ich schon, deswegen... Achso, oh, ich mach schnell mal den Tier zu, ne? Achso, ja. Ja, eingesperrt. Ja, eingesperrt. Tiere da. Als die Tiere den Wald verließen. Kennt ihr das noch? Kennst du das noch? Haben wir schon mal darüber gesprochen, ne? Als die Tiere den Wald verließen... Ich glaube schon. Kennt der Chat das noch? Ich muss gerade im Land vor unserer Zeit denken, aber das ist es nicht. Oh, das lief letztens im Fernsehen. Fernsehen? Sowas guckst du? Durchgezappt. Und da lief dann in einem Land vor unserer Zeit.
Und dann haben wir nebenbei gegoogelt und haben wir gedacht, okay, gut, ist das der erste oder der zweite Teil? Dann gibt es da 18 Teile von. Was? 18 Teile gibt's davon? Ja, so schockiert waren wir auch. Hä? Wann haben die denn gemacht? Ja, die fing irgendwann nochmal an. Was ist mit denen kaputt? Du, die Kuh musste gemolken werden. Ich dachte, das wäre ein einmaliger Film und nicht eine Serie. Ja, das sind 18 Filme. Filme sind das auch, das ist keine Serie. Nee, das sind Filme gewesen. Alter. Das war gut. Das war richtig gut. Never. Ich habe sie geliebt. Ja, dann merkt man schon, dass man alt ist, das stimmt. Hä, wann wurde denn hier angebaut? War vorher nicht das Haus hier zu Ende? Was angebaut? Der Raum hier rechts. Nee, der war einfach nur nicht eingerichtet. Nee, da hätte ich auf jeden Fall Statuen hingestellt. Hätte ich ja. Den gab's nicht. Dann merkt man, dass er echt alt geworden ist. Es tut mir also, bei Ein Land vor unserer Zeit, dass es da 18, 17, 18 Filme gibt, da war ich schockiert. Das ist mega viel. Dein Granatapfelbaum konnte letzte Nacht nicht wachsen. Was soll mir das denn jetzt sagen? Dass er nicht wachsen konnte. The fuck? Haley, hast du nichts im Korb? Morgen wird's wolkig. Wieso konnte er nicht wachsen? Ich hab eine Vorahnung. Was ist denn deine Vorahnung? Da stand was im Weg. So. Ein Baum. Genau, im Baum stand den Baum im Weg. Boah. Ich liebe das Geräusch von Regen in Stardew Valley Chat. Ich höre das nämlich so selten. Ich habe auch noch nie eine Stardew Valley Welt gehabt, in der es so wenig geregnet hat wie hier. Schlimm, ne? Das ist ja hier insgesamt so der zweite Tag Regen oder so. Das ist, als ob wir in der Savanne leben, ey. Mindestens. Klar, Pizza zum Abendessen, nice. Welche Pizza war es denn? Wir hatten ja schon den Pizza-Talk eigentlich. Pilze, Eier, habe ich. So, zack. Vier verschiedene Eier, weißt du? Vier Slots verbraucht ihr. Let's go. So. Machst du ja eh in deine Eier-Mayonnaise-Maschine da. Selbstgemacht mit verschiedenen Belegen. Okay, das ist sehr gut. So, wer hat mir hier was geschickt hier? Ahoi, Guru! Ich möchte gerne ein Rezept an dich weitergeben, das ich von meinem Papa immer gemacht habe. Papa? Papa. Es ist wichtig, dass der Fisch frisch ist. Liebe Grüße, Willi. Fischsuppe hat er mir gegeben. Geil. Der Willi. Der weiß noch, was gut ist. Ein Geheimnotiz. Der Willi, der weiß genau, was sie freuen. Wow, okay. Ja, hab ich schon. Danke für deinen Hinweis. Ein Hinweis? Guten Tag. Guten Tag. Nichts zu ernten in Kärnten? Es wurde schon geheiratet, ja. Heute war Doppelhochzeit. So, ich brauche ein paar Slimes, deswegen gehen wir nicht hier hin, sondern hier hin. Brauche ich Kartoffeln für irgendwas? Niki, herzerfrischendes Moin übrigens. Das abgeben, das alles hier erstmal sicherheitshalber sichern hier. Jo, das funktioniert wunderbar.
Da ist auf jeden Fall richtig viel Platz. Nicht. Hier dann hin. Was brauchen wir denn nicht? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Nein, nein. Ja. Perfekt. Ja, nee, brauche ich nicht. Ich will doch nur ein paar Schleime haben. So, und dann muss ich einmal noch mal... 19. Tag? Gibt es nicht 28 in Stardew Valley? Ja. Kann ich noch mal zu Pierre. Oder gönn ich noch mal. Noch mal reinvestieren, sicherheitshalber. Wird ein langer Winter. Kommt erst mit der Sommer. Wird ein langer, langer sonniger Sommer. Oh, Saat kein, im Angebot, das hat Pierre immer. Kein Regen im Sommer, oder? Nur Regen im Sommer. 2, 3. Natürlich kommt jetzt die scheiß Treppe. Reicht das? Oh, Leute. Oha, Pierre, noch nicht zumachen, Pierre. Zumachen ist 12. Du, Pierre, der macht, die klappen hier früh die Bürgersteige hoch. Ganz früh. Ganz, ganz früh. Ach ja. Ist alles gut? Was sagt Twitch-Chat? Ist alles gut? Geht's euch gut heute? Seid ihr gut drauf? Ich kann eure Hände nicht sehen. Seid ihr gut drauf? Willst du die Hände von einigen sehen? Ja. Sind noch nette Menschen hier im Chat. Tja. Was denn? Da der Goro sich verzählt. Scheiße, Goro, drei, scheiße. 3, 4. Für 4 gehe ich nochmal schnell zu Pierre und dann gehe ich aber direkt weiter. Zwergenschwanz, Rolle 1. Oh mein Gott, ich hab sie endlich. Ob ich die jetzt auspflanze oder später, das ist den Kartoffeln egal. Oh. Hier haben wir die richtigen Mülltipps gefunden, Chat. So. Und jetzt auf zum Atem. Auf zum Atom. Das ist noch eine Blume. Die nehme ich noch mit. Bei diesen Holzern hier denke ich mir, dass Nefi hier die Bäume abgehackt hat und die Stämme einfach hier stehen lassen hat. Immer will er die Schuld auf mich schieben. Hochzeit war schon von Nefias. Und von mir. Von Goro auch, ja. Wir haben nämlich gleichzeitig geheiratet. Das war nämlich eine Doppelhochzeit. Mann, war Mani besoffen. Doppelt besoffen. Nicht nur so einfach, sondern richtig doppelt besoffen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, aber Goro, was willst du denn überhaupt in der Mine? Und ich sage euch, ich weiß es selbst nicht. Aber es ist bestimmt wichtig. Also möchtest du so eine Monster-Ebenen haben quasi? Theoretisch wäre das schon sehr geil, aber ich krieg keine. Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Brauche ich Gold oder brauche ich Silber? Eisen heißt das, ne? Eisen gibt es in der Eisebene. Gold gibt's später. Oh. Monsterebene, aber es sind nur Fledermäuse, also juckt es mich nicht. Ciao. So. Ah! Ey, ich mach so viel, ich kritte so krass, Alter. Ich bin zu gerade am reinkritten, Mann. Oh Mann, ja, es tut mir leid. Dann musst du die auf YouTube nochmal gucken. Es war tatsächlich jetzt die Folge, die jetzt ist. Da war ganz zu Anfang Hochzeit. Instant. Instant Hochzeit. Und die Hochzeit hat uns das Wetter versauen. War aber auch nicht spektakulär. Louis hat 2, 3 Worte gesagt. Irgendwas mit Steuerhinterziehung und.
Alles wie immer bei Louis. Und willkommen in Pelican Town und Großvater wäre stolz auf dich. Was war das? Ich war aber selbst überrascht, dass die Hochzeit so früh war. Wieso so früh? Ich hätte gedacht, dass man länger warten muss am Tag. Ach, du meinst... Nicht, dass die direkt nach dem Aufstehen ist, sondern eher, dass das quasi ein Event ist, wo du hingehst. Ach so, dass du da hingehst. Ja, aber du kannst doch nicht deine Hochzeit verpassen. Nee, die ist halt den ganzen Tag. Weißt? Weißt du nicht? Nee. Verstehst du nicht, ne? Leute, ich hab wenig Health. Erstmal ein Müsli-Riegel. Erstmal Knoppers. Noch ein Müsli-Riegel. Und dann ab in die nächste Ebene. Oha, wer ist er denn? Toll, jetzt finde ich eine Geheimnotiz, was Goros Frau am liebsten mag, weißt du? Und? Warte, kann ich dir gleich nochmal sagen? Blumen, Diamanten, Kokosnuss oder so? Edelsteine stand da. Das ist eine gute Ebene hier. Let's go. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Geheimnotizen mehr raus hier. Drei habe ich schon gehabt. Was ist denn jetzt passiert? Du bist gestorben? Ein HP! Bist schon raus, oder? Ja, ja. Aber wie hast du denn in der normalen Höhle so viel Damage bekommen? Von diesen Zauberern da unten. Ach, du bist in der Lava-Ebene. Ja. Okay. Junge, 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 du. Das war knapp. Junge, Junge, Junge. Eieieiei. Ah, das war heftig. Ah, hier war Nefi schon überall. Da hätte ich ja gekichert, wenn du wieder gestorben wärst. Du, ich auch. Ich hätte geschrien. Ich bin nämlich so ein Schrei-Let's-Player, das wissen die Leute. Das stimmt. Ich schrei ganz oft bei Planet Zoo und so. Ja. Das ist so ein krasses Game. Scheiß Besucher, wenn er nicht bereit mehr Eintritt zu bezahlen hier. Ja. So ungefähr ist das. Mann, die Kackaffen da! Damit meine ich die Besucher und nicht meine Tiere. So. Das ist so ungefähr Planet Zoo Let's Play von mir. Das weißt du ja, du guckst ja alle. Nee. Ich kann's mitnehmen. Was? Guckst du nicht? Planet Zoo ist etwas, was ich überhaupt nicht konsumiere. Nee. Du hast es doch mal selber gespielt. Ja, heißt aber dann nicht. Ja. Nee, das ist ein Spiel, das spiele ich lieber selber, als es zu gucken. Ah. Nee, das ist im Tutorial schon gescheitert. Das stimmt nicht. Das Tutorial ist richtig gut eigentlich. Ich mag den Zoo. Ich habe halt nicht so Gene wie du, dass ich Tiere gerne in Gefangenschaft halte. So. Also, das ist ja. Ach so, ich schon. Das merkt man bei dir in jedem Spiel. Und wenn man nur auf einem Floß lebt und irgendwelche Lamas halten kann, Goro hält sie. Kommt da nicht auch bald mal wieder eine neue Season? Ja, dann auch mal bald wieder. Machen wir die dann auch live? Zeit wird's. Gucken wir mal, ne? Bestimmt. Sich das so eingebürgert, Montas. Kann die Leute doch nicht enttäuschen. Es gab Brötchen. Sehr gut, Robin. Jeden Montag ist Brötchentag, oder was? Montag ist Brötchentag. So vom Bäcker oder so vom selbstgemacht oder vom Backshop oder? Es wird spät. Ja, Mama. Ich bin noch in der Mine, das ist viel schlimmer. Oh, das ist schlecht, Mama. Du weißt nicht, es waren halt Brötchen wahrscheinlich. Goro kennt sich aus. Es waren Brötchen. Ja, vom Bäcker. Okay.
frisch und lecker wie vom Bäcker, Leute. Was hast du da gerade gemacht? Getrunken. Oha, jetzt wird es aber richtig spät. Langsam reinschleichen, damit Hayley nicht aufwacht. Und dann ist Ruhe hier. Ha, fertig, Ruhe im Puff oder was? Vom Bäcker. Kauft ihr auch eure Brötchen vom Bäcker? Oder wo kauft ihr eure Lieblingsbrötchen? Das ist die große Frage. Call to Action, jetzt bei Gorobai. Was sind eure Lieblingsbrötchen? Nee, legst du dich noch hin? Oder ja, ich hab nochmal in den Wetterbericht geguckt. Entspann dich. Ja, morgen wird wolkig. Nee, klarer Himmel. Achso, gut. So ist das manchmal. Vielen Dank fürs Zusehen, YouTube. Hau das mal rein. Tschüss. Ciao, mit auch.